und nächster Redner Roman Haider von der FPÖ. Danke, Frau Präsident, Frau Bundesminister, Herr Staatssekretär, sehr geehrte Damen und Herren Kolleginnen und Kollegen. Ja, Herr Kollege Schieder, an Ihrer Rede sieht man, dass nach wie vor auch beim Kapitel Außenpolitik das gilt, was heute Vormittag der Kollege Angerer gesagt hat. Es ist halt verdammt schwer für die Opposition, etwas, das gut ist, wie dieses Budget schlecht zu reden. Das geht halt einfach nicht und es geht auch nicht beim Budget für die Außenpolitik. Wie war das? Steuern und Abgaben senken, Schulden abbauen und Reformen einleiten. Als einer, das ist das Credo dieser Regierung, und als einer, der seit 10 Jahren in diesem Hohen Haus miterleben muss, wie Reformen in den letzten Jahren verschleppt, ja geradezu torpediert worden sind, freue ich mich wirklich, wie schnell jetzt plötzlich Worte auch wirklich in die Tat umgesetzt werden können, wenn der Wille dazu da ist. Und es ist diese Regierung jetzt gerade mal ein Vierteljahr im Amt. Seit einem Vierteljahr wird auch freiheitliche Politik umgesetzt und schon stehen in kürzester Zeit adäquate Lösungen für langjährige Probleme parat. Das ist Arbeiten für Österreich, Arbeiten für den Bürger, meine Damen und Herren, freiheitliche Handschrift in der Regierungsarbeit. Und was jetzt das Budget des Außenministeriums im Speziellen betrifft, so drücke ich Ihnen, liebe Frau Bundesminister Kneißl, wirklich meine ehrliche Anerkennung aus. Im Vergleich zu 2017 erspart das Außenministerium dem Staat Österreich und somit dem Steuerzahler 21 Millionen Euro, erfüllt damit auch die Vorgaben des Regierungsprogramms zu einem durchaus auch restriktiven Budgetkurs. Und trotzdem können wir mit diesem Budget die Struktur im Inland erhalten, insbesondere auch die Aufgaben der EU-Ratspräsidentschaft im zweiten Halbjahr finanzieren. Wir können den Betriebsaufwand der Vertretungsbehörden im Ausland sichern und die geforderten Sicherheitsanforderungen verbessern. Die Projektmaßnahmen, und da verstehe ich Sie überhaupt nicht, Herr Kollege Schieder, die Projektmaßnahmen der Entwicklungszusammenarbeit der Austrian Development Agency werden nicht nur sichergestellt, indem das Budget 2018 fortgeschrieben wird. Nein, es wird sogar 2019 um 10 Millionen aufgestockt. Also was wollen Sie denn? Es wird sogar noch mehr ausgegeben als bisher. Weiter geht's. Für den zweiten Kritikpunkt, den Sie ja krampfhaft gesucht haben, Auslandskatastrophenfonds. Ja, steht im Budget von 20 auf 15 reduziert, ist Millionen, ist aber auch von der Frau Bundesminister schon erklärt worden, das ist ein Katastrophenfonds, wenn es notwendig ist, wenn eine Katastrophe es notwendig macht, dass wir dort helfen, na, dann lassen sich diese 5 Millionen auch von den Rücklagen decken. Das muss man nicht extra budgetieren. Und weiters kommen wir mit diesem Budget den internationalen Verpflichtungen in Form unserer Beiträge zu den internationalen Organisationen nach. Und letzter und nicht unwichtigster Punkt, die Mittel für die Integration, für die Umsetzung des Integrationsgesetzes, auch die werden in ausreichender Menge zur Verfügung gestellt. Und gerade im Bereich Integration muss man schon klar darauf hinweisen, dass es mit dieser Regierung eben keine Auszahlungen an Asylsuchende mehr geben wird. Wer kein dauerhaftes Aufenthaltsrecht hier hat, der ist auch kein Subjekt der Integration, auch wenn das gewissen Bereichen und Teilen der SPÖ nicht gefallen mag. Das wäre auch nicht Sinn einer effizienten Asyl- und Integrationspolitik und auch gar nicht im Sinn der Österreicherinnen und Österreicher. Wer allerdings wirklich vor Tod und Terror und Verfolgung flüchten muss, der findet hier mehr denn je in Österreich einen sicheren Hafen. Allein in diesem Jahr werden 51 Millionen Euro für Integration seitens des Außenministeriums zur Verfügung gestellt und alle Projekte, die aus diesem Budget finanziert werden, kommen anerkannten Asylwerbern, Asylsuchenden zugute, Deutschkurse, Wertekurse und dergleichen. Und gerade auch die Deutschkurse sind ja auch ein Schwerpunkt, denn nur wer unsere Sprache bereitwillig
lernt, der besitzt überhaupt Integrationspotenzial. Und was die Anzahl der Asylsuchenden betrifft, wir wissen, die wird sinken. Da erwartet uns ein geringerer Zustrom. Und zugleich kann auch die Zahl der illegalen Migranten abgebaut werden, nicht zuletzt dank der schnellen und kompetenten Arbeit unseres Innenministers Herbert Kickl. Auch hier freiheitliche Handschrift. Man sieht also, meine Damen und Herren, wenn der Wille zur Veränderung da ist, dann kann einiges erreicht werden. Und das ist auch ganz genau der Grund, warum die Wählerinnen und Wähler die Freiheitlichen in die Regierung rein und die SPÖ aus der Regierung raus gewählt haben. Jemanden ohne dauerhafte Aufenthaltsberechtigung betreffe auch der Bereich Integration nicht, betont Roman Haider, Außenpolitiksprecher der FPÖ.